Im August 2019 waren wir exklusiv bei Ubisoft in Düsseldorf zu Gast, um uns erstmals das neue Siedler anzuschauen. Das Spiel wurde ein Jahr zuvor auf der Gamescom 2018 angekündigt und nun waren die Macher bereit, uns endlich auch Gameplay zu zeigen. Was wir damals zu sehen bekamen, wusste durchaus zu gefallen, präsentierten uns die Macher doch eine gelungene Mischung aus altbewährtem Siedler-Gameplay und frischen Ideen. Nach diesem Studiobesuch wurde es jedoch erstaunlich ruhig um das Projekt. Für eine sehr lange Zeit gab es weder neue Präsentationen des Entwicklungsfortschritts, noch sonstige öffentliche Wortmeldungen von Siedler-Verantwortlichen. Das ursprünglich angepeilte Release-Jahr 2020 verstrich ohne ein Update und auch 2021 ging für Siedler-Fans ereignislos ins Land. Nun meldet sich Ubisoft jedoch mit einem Paukenschlag zurück. Die Siedler lebt nicht nur, sondern es soll bereits am 17. März 2022 erscheinen. Doch was haben die Entwickler hinter den Kulissen in den letzten 2,5 Jahren eigentlich getan? Wir konnten uns den aktuellen Stand im Rahmen einer digitalen Präsentation sowie einer spielbaren Beta-Version anschauen. Das Spiel, das wir dabei zu Gesicht bekamen, hatte nur noch wenig mit dem zu tun, was wir damals beim Studiobesuch erlebt haben. Die Entwickler haben das Siedler-Reboot also noch einmal komplett auf den Kopf gestellt. Geblieben ist der hübsche grafische Unterbau mit der Snowdrop-Engine, die zum Beispiel auch in The Division zum Einsatz kommt. Auch der grundlegende Stil, der für ein wohliges Siedlergefühl sorgen soll, ist erhalten geblieben. Da hören die Gemeinsamkeiten aber auch schon allmählich auf. War das Siedler von 2019 noch eine komplexe Mischung aus klassischem Siedler-Gameplay und diversen neuen Ideen, orientiert man sich nun wieder stärker an bekannten Elementen. Besonders Siedler 3 und 4 dienen den Entwicklern als hauptsächliche Inspirationsquelle. Das bedeutet, man siedelt mit einem von drei Völkern auf verschiedenen Karten im Skirmish-Modus oder verfolgt die Story in der Kampagne. Statt Römern, Ägyptern und Amazonen müssen wir diesmal jedoch mit den fiktiven Elari, Maro und Jorn vorlieb nehmen. Ob diese uns mit ihren Geschichten ebenso begeistern können, das wird sich zeigen. Is there something to do? Zu Beginn einer Partie im Skirmish-Modus verfügen wir über ein zentrales Lagerhaus, ein Dutzend Militäreinheiten, einen guten Startvorrat an Trägern sowie einige Ingenieure. Letztere sind die einzige zivile Einheit, die wir als Spieler direkt kontrollieren können. Träger und die Besatzung in Produktionsgebäuden gehen ihrer Arbeit stets automatisch nach. Ingenieure werden benötigt, um neue Gebäude zu errichten. Sobald Träger die nötigen Ressourcen an die Baustelle gebracht haben, legen die Fachkräfte los. Darüber hinaus übernehmen die Ingenieure aber auch noch die Aufgaben, die früher Einheiten wie die Geologen und Pioniere erledigt haben. Wir schicken sie also zum Beispiel los, um durch das Versetzen von Grenzsteinen unser Herrschaftsgebiet zu vergrößern und um Rohstoffvorkommen aufzudecken. Zunächst kümmern wir uns aber um die Versorgung mit Baustoffen. Dazu errichten wir einen Steinbruch an ein paar Steinvorkommen sowie eine Holzfällerhütte und ein Sägewerk in der Nähe eines Waldes. Da es sich in beiden Fällen zunächst um begrenzte Rohstoffvorkommen handelt, gilt es später auf dauerhafte Steinminen sowie die Holzwirtschaft im Umfeld eines nachwachsenden Waldes umzustellen. Mit einem steten Zufluss an Brettern und Steinen hat man allerdings auch schon alles, was man dauerhaft zur Errichtung von Gebäuden benötigt. Komplizierter wird es nicht mehr. Allgemein ist die Warenwirtschaft überschaubar. Nach den ersten Schritten machen wir uns im Grunde bereits an die Herstellung von Waffen für den Krieg gegen unsere Widersacher. Dazu benötigen wir Kohle und Erz, die zu Barren verarbeitet werden. Diese verwandelt die Schmiede wiederum auf Wunsch in Schwerter, Bögen oder Äxte. Ja, auch Bögen werden in der Siedlerwelt aus Eisen hergestellt. Ein zusätzliches Gebäude für einen Bogner, der Holz verbraucht, um die Fernkampfwaffen herzustellen, hätte hier deutlich mehr Sinn ergeben. Davon, dass dem Schmied eigentlich auch Holz für Schwert- und Axtgriffe geliefert werden müssten, fangen wir gar nicht erst an. Es wird nämlich sehr schnell deutlich, dass das Wirtschaftssystem von die Siedler ja nicht zu komplex werden soll. Die beschriebene Warenkette zur Waffenherstellung ist bereits das komplizierteste, was euch im Spiel erwarten wird. Neben Stein, Kohle und Erz lassen sich in Minen noch Edelsteine und Gold abbauen. Beide kommen auch bei der Rekrutierung von Militäreinheiten zum Einsatz. Die Edelsteine direkt und das Gold, nachdem es zu Münzen verarbeitet wurde. Letztere werden zudem genutzt, um in einer Akademie Forschungen zur Verbesserung der einzelnen Kampfeinheiten freizuschalten. Damit haben wir im Grunde schon den Großteil der Siedlerwirtschaft abgedeckt. Our army is under attack. Wir können zusätzlich noch Nahrung herstellen. Fischer fangen Fische, Sammler sammeln Beeren, Jäger liefern Fleisch und in einer dreistufigen Kette von der Farm über die Mühle bis hin zum Bäcker entstehen Brote.
Die Fressalien dienen aber nicht der Versorgung der Bevölkerung, sondern werden verbraucht, wenn wir in den anderen Produktionsbetrieben den Boost-Modus für verdoppelte Produktionsgeschwindigkeit aktivieren. Das ist also eher etwas für die Optimierung der eigenen Produktion und nichts, was zu Spielbeginn fürs Überleben der Siedlung notwendig wäre. Nun fehlen nur noch die Esel, die Träger nutzen, um Waren schneller und effektiver zu transportieren, und die Werkzeuge, die wir benötigen, um neue Ingenieure auszubilden. Mehr als diese 20 genannten Waren gibt es im Spiel nicht. Zum Vergleich, die Siedler 4 hatte nahezu doppelt so viele und in einem Anno 1800 kommt man mit 20 Waren noch nicht einmal über die zweite Bevölkerungsstufe hinaus. Aber selbst wenn wir es mit dem vergleichen, was uns die Entwickler noch 2019 an spannenden Systemen vorgestellt haben, ist die Oberflächlichkeit der Wirtschaft in die Siedler nicht zu leugnen. Damals wurden die Siedler noch hungrig und legten die Arbeit bei mangelnder Versorgung nieder. Wohngebäude mussten entsprechend über Marktstände versorgt werden. Die Siedlung konnte in mehreren Stufen aufsteigen, was wiederum Upgrades für die Produktionsbetriebe freischaltete. Bei der Bewirtschaftung der Natur durch Holzfäller, Sammler und Jäger musste auf ein ausgeglichenes Ökosystem geachtet werden. Wir lobten damals im Fazit die vielschichtigen und komplexen Wirtschaftssysteme, von denen heute nichts mehr zu sehen ist. Ähnliches trifft auch auf den militärischen Aspekt des Spiels zu. Mit positiven und negativen Aspekten ist es definitiv zu begrüßen, dass die ganze Heldenmechanik, die Gladiatorenkämpfe und das damit verbundene Streben nach Ruhm und Ehre dem Rotstift zum Opfer gefallen ist. Diese Features wirken dann noch eher wie Fremdkörper in einem Siedler, bei dem es doch in erster Linie ums Siedeln gehen soll. Aber auch vom restlichen Militärsystem, das wir 2019 zu Gesicht bekommen haben, ist kaum noch etwas vorhanden. So gibt es keine Mauern mehr, mit denen wir unsere Siedlung befestigen könnten. Türme müssen nicht mehr bemannt werden und sie dienen auch nicht mehr wirklich der Erweiterung des eigenen Territoriums. Stattdessen haben wir jetzt die Wahl zwischen zwei Turmtypen, die jeweils selbstständig sich nähernde Feinde angreifen und über eine Heil- bzw. Pfeilhagelfähigkeit verfügen. Für die Offensive bilden wir eine Armee aus 6 verschiedenen Truppentypen aus. Eine dieser Einheiten ist jeweils eine besondere Version, je nach gespieltem Volk. So haben die Elari zum Beispiel besonders starke Armbrustschützen anstelle der sonst üblichen Bogenschützen. Zum Ausheben der Truppen errichten die einen Trainingsplatz, eine zwielichtige Taverne sowie einen Schrein. Auf dem Trainingsplatz bilden wir die Standardeinheiten Krieger, Wächter und Ranger mit Hilfe unserer hergestellten Waffen aus. In der Taverne heuern wir Alchemisten und für Gebäude gefährliche Feuerwächter an. Der Schrein versorgt uns mit Ritualisten, die vor allem zur Heilung der eigenen Truppen eingesetzt werden. Enemy in sight. Die Armee lässt sich, wie von jedem Echtzeitstrategiespiel gewohnt, direkt steuern, in Gruppen zusammenfassen und taktisch einsetzen. Wirklich weitreichenden taktischen Tiefgang sollte man allerdings nicht erwarten. Solange man einige Anti-Gebäude-Einheiten in der Hinterhand hat, um eventuellen Türmen schnell ein Ende zu bereiten, braucht es nicht wirklich eine Strategie. Um den Gegner zu bezwingen, ziehen wir mit unseren Truppen durch sein Herrschaftsgebiet, bekämpfen seine Soldaten und brennen seine Gebäude nieder. Wirklich verzichten kann man auf dem militärischen Part aber leider auch nicht, da zumindest der Gegner stets auf Angriff ausgelegt ist und immer wieder mit seinen Truppen in unseren Gebieten erscheint. Zumindest eine standhafte Verteidigung ist da nötig, wenn man sonst in Ruhe vor sich hinsiedeln will. Wobei sich allerdings die Frage stellt, wie lange man vor sich hinsiedeln kann, ohne dass es langweilig wird. Die beschriebene, überschaubare Wirtschaft hat man nach einiger Zeit am Optimum laufen. Neben dem Krieg mit seinen Nachbarn bleibt dann nur noch die Erkundung der Karte, auf der verschiedene Event-Locations zu finden sind. So findet man am Strand ein verunglücktes Schiff, aus dem man noch ein paar Rohstoffe retten kann. In alten Ruinen müssen zunächst einige Waren eingesetzt werden, um mit einem Schatz belohnt zu werden. Da gibt es noch kleinere Camps, die von unabhängigen Banditen bevölkert werden. Hier kann man seine Truppen austesten, bevor es zum Angriff auf den feindlichen Siedler geht. Enemy in sight. What's up? Our army is under attack. Für stundenlange Beschäftigung werden diese kleinen Abwechslungen aber sicher nicht sorgen. So ist der Skirmish-Modus auf Dauer wirklich nur etwas für Spieler, die ihre Herausforderung im Kampf gegen andere Mitstreiter sehen, seien es NPCs oder echte Mitspieler. Für Einzelspieler soll es im fertigen Spiel zudem noch den Onslaught-Modus geben, indem ihr es mit verschiedenen vordefinierten Spielsituationen zu tun bekommt, deren Lösung die Herausforderung für den Spieler darstellt. Als Hauptattraktion wird das Spiel aber auch über eine Story-Kampagne verfügen. Hier sollen alle drei Fraktionen zum Tragen kommen. Wirklich viel mehr wollten uns die Entwickler darüber aber noch nicht verraten. Our army is under attack.
Dabei wird es vermutlich von der Qualität dieser Kampagne abhängen, ob Die Siedler ein gutes Spiel wird oder nicht. Mit einer packenden Geschichte, die uns die drei Völker nahe bringt und mit Spannung bei der Stange hält, könnten unsere derzeitigen Zweifel vielleicht noch überschattet werden. Denn was nach dem Anspielen der Beta-Version derzeit hängen bleibt, ist der Eindruck eines ziemlich entschlackten Spiels, das mit seinem ursprünglichen Konzept nur noch wenig zu tun hat. Das Spiel orientiert sich jetzt zwar wieder stärker am klassischen Gameplay, vermittelt aber auch den Eindruck, dass es sich nicht traut, mit neuen Ideen mal was auszuprobieren. Stattdessen wurde alles dermaßen vereinfacht, dass selbst Siedler-Veteranen vermutlich eher gelangweilt als begeistert sein werden. Ja, die ursprüngliche Form des Spiels war für Siedlerverhältnisse recht komplex, aber das war auch erfrischend anders. Es ist zwar nachvollziehbar, dass man dies etwas zurückfahren wollte, um ein breiteres Publikum anzusprechen, aber dabei sind die Entwickler leider etwas zu sehr über das Ziel hinausgeschossen. Was haltet ihr von den Umstellungen von Die Siedler? Findet ihr es genau richtig oder wärt ihr lieber beim ursprünglichen Konzept geblieben? Schreibt es uns in die Kommentare. Lasst uns auch ein Like und ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Für weitere News und Artikel rund ums Thema Videospiele, schaut auf pcgames.de vorbei.